Grüß Gott, mein Name ist Ludwig Gachtz, Autor der Neuenheit-Reihe bin ich. Heute wird unser Thema sein, den bereits in früheren Videos dargelegten globalen Elitenkrieg näher zu beleuchten und Hintergründe herauszuarbeiten. Der amerikanische Präsident Franklin D. Roosevelt soll folgendes Zitat von sich gegeben haben. In der Politik geschieht nichts zufällig. Wenn etwas geschieht, kann man sicher sein, dass es auch auf diese Weise geplant war. Die interessante Frage, die sich uns in Bezug auf einen globalen Elitenkrieg also stellt, lautet: Mit wie vielen Regisseuren mit globaler Steuerungskapazität haben wir es auf der Erde zu tun? Wenn nun zwei oder sogar mehr etwa gleich starke Regisseure um die Planung der globalen Ereignisse streiten, woran erkennt man, dass es einen solchen Regiestreit überhaupt gibt? Und wenn man einen Regiestreit feststellt, wie soll man unterscheiden, welche Parteien da streiten, wenn beide oder alle versuchen, unsichtbar zu bleiben? Wir stellen folgende These auf. Der zurzeit noch global ablaufende Elitenkrieg tobt schon länger und neigt sich mittlerweile seinem Ende entgegen. Aufgrund dieses Elitenkriegs öffnet sich für die Menschheit zunehmend ein Tor für unsere Befreiung. Wir wollen also mal schauen, welche Hinweise auf einen Elitenkrieg es gibt, wer diesen Krieg führt und wie er geführt wird. Dabei stellen wir uns selbst einige Fragen und beantworten diese dann. Gibt es unterschiedliche Kategorien von Elitenkriegen? Grundsätzlich gibt es zwei Kategorien von Elitenkriegen. Erste Kategorie von Elitenkrieg: verschiedene Eliten in verschiedenen Teilen der Welt, also verschiedene nationale Eliten, streben nach einer globalen Ausweitung ihrer Macht und konkurrieren bei diesem Streben miteinander, wer es am Ende zur Nummer 1 schafft. Zweite Kategorie von Elitenkrieg: es ist eine globale Elite entstanden, der es bereits gelungen ist, einer Herrschaft über die Menschheit sehr nahe zu kommen, und dann gibt es vor dem endgültigen Sieg, wenn der Sieg in Reichweite scheint, innerhalb dieser Elite oder ihres globalen Apparats eine Spaltung und ein Gerangel darum, wer am Ende der endgültige Chef sein wird. Es tritt dann sozusagen auf der obersten Ebene der Macht das Problem auf, dass die Mächtigsten das Fell des Bären schon zerlegen wollen und zerlegen wollen, bevor der Bär erlegt ist. Wenn die zweite Kategorie von Elitenkrieg stattfindet, dann eher im Unsichtbaren, um die Menschheit nicht aufzuwecken, weil beide Elitenparteien verlieren, wenn die Menschheit aufwacht. Um zu klären, welche Kategorie von Elitenkrieg auf der Erde seit geraumer Zeit tobt, sollten wir uns dem Thema daher schrittweise mit einigen grundlegenden Fragen nähern. Es gibt mittlerweile viele Experten, die die Machenschaften der globalen Eliten im Internet und auch auf YouTube analysieren. Die Darstellungen sind zum Teil sehr unterschiedlich und daher verwirrend, weil alle gute Argumente vorbringen können. Für viele Dinge bräuchte man zuverlässiges Insiderwissen aus den Kreisen der Mächtigen, um sie selbst wirklich beurteilen zu können. Wie sollen wir Otto Normalos das einschätzen? Eines der Hauptprobleme ist zum Beispiel, dass die Analytiker, die den Kreisen der Mächtigen nahe sind und über echtes Insiderwissen verfügen, meistens auch diesen Kreisen der Mächtigen verpflichtet sind. Häufig ist schwer einzuschätzen, ob sie mit all ihren scharfen Analysen nicht doch einfach auch Figuren im Elitenkrieg sind und die Aufgabe haben, das Denken der Zuhörer in eine bestimmte Richtung zu lenken und dabei so überzeugend wie möglich zu sein.
sodass die Zuschauer sich immer wieder sagen, ja, das stimmt, oder das habe ich noch gar nicht so gesehen, oder ja klar, das wusste ich gar nicht, oder wie toll, dass mir das mal jemand erklärt, und so weiter. Und trotz all der Kronleuchter, die einem beim Zuhören aufgehen, steht vielleicht eine spezielle Elitenagenda hinter den Analysen. Einige sehr erhellende Analysen kommen aus meiner Sicht zurzeit von den russischen Analytikern, also von Leuten wie Valery Pyakin und Andrei Fursov. Da gibt es auch Videos auf YouTube zu von den Leuten. Deren Aussagen sind auch in dem enthalten, was hier vorgetragen wird. Aber auch die stellen natürlich immer die russischen Ziele und Putin in ein sehr gutes Licht. Mit welcher Kategorie von Elitenkrieg haben wir es auf der Erde zurzeit zu tun? Man muss sich im Klaren sein, dass es zu der zweiten Kategorie von Elitenkrieg nur kommen kann, wenn es einer globalen Elite bereits gelungen ist, alle nationalen Eliten in ihrem Sinne zu steuern und dass die erste Kategorie von Elitenkrieg dann erhalten bleibt und weitergeht, aber sich in eine Art Puppentheater verwandelt, dessen Regisseur die globale Elite der zweiten Kategorie ist, weil sie alle sichtbaren Eliten aus dem Unsichtbaren heraus steuern kann. Der Krieg der ersten Kategorie ist relativ sichtbar, der Krieg der zweiten Kategorie findet im Unsichtbaren statt, und senkt den Realitätsgehalt des Krieges der ersten Kategorie auf das eines Puppentheaters. Die Frage ist also, gibt es in unserer Zeit eine globale Elite, die kurz vor dem Ziel einer Weltherrschaft steht, dabei aber in einen Elitenkrieg auf der obersten Ebene verwickelt ist? Wenn wir von dem reden und von dem ausgehen, was allgemein sichtbar ist, wäre unser einziger Kandidat für die Verwicklung in einen globalen Elitenkrieg, also der zweiten Kategorie, in unserer Zeit nur die USA. In Bezug auf die USA dürfte mittlerweile allgemein sichtbar sein, dass deren Eliten nach der Weltherrschaft streben. Heute ist dabei aber sichtbar, dass sie in diesem Streben zunehmend in Schwierigkeiten kommen und festzuhängen scheinen. Damit stellt sich die Frage, woran liegt es, dass das Streben der US-Elite nach der Weltherrschaft so ins Stocken gerät? Liegt es am erwachenden Widerstand der Menschheit oder haben sie es mit einer unsichtbaren gegnerischen Elite zu tun, die ihnen zumindest ebenbürtig ist? Oder liegt es am Ende vielleicht sogar an beidem? Wenn das ins Stocken geratene Streben der US-Elite an einem Elitenkrieg mit einer anderen globalen Elite liegt, die für uns unsichtbar ist, weil wir sehen ja nur die US-Elite, müssen wir eine Vorstellung davon bekommen, um welche andere globale Elite es sich dabei handeln könnte. Versuchen wir uns der Frage daher zunächst historisch-strukturell zu nähern. Wenn es einen Elitenkrieg innerhalb einer globalen Elite gibt, die bereits kurz vor dem Ziel einer Weltherrschaft steht, gibt es auch historisch gesehen Beispiele, wie es zu einem umfassenden Elitenkrieg innerhalb eines Imperiums kommen kann? Wie und zwischen welchen Eliten entsteht ein Elitenkrieg innerhalb eines Imperiums? Normalerweise. Das historisch bekannteste Imperium war wohl das alte Rom. Und tatsächlich werden wir im alten Rom auch fündig, weil der Prozess, der seit dem Zweiten Weltkrieg global auf der Erde abläuft, einige grundsätzliche Gemeinsamkeiten mit zwei altrömischen Vorbildern aufweist. Durch einen Blick auf diese alten Vorbilder wird die Dynamik sichtbar, die auch heute abläuft. Es geht um die beiden folgende Beispiele. Zum einen die Zeit des dritten Punischen Krieges und dann erneut die Zeit Caesars. In Rom gab es vor allem zwei mächtige Säulen der Macht.
Das war zum einen das Militär und damit dessen Feldherren, vor allem wenn sie Kriege gewannen und neues Land für Rom gewannen. Sie hatten die Legionen, die ihnen gehorchten, und das war eine so große Macht, dass diese dann auch zum Ende der Republik im Endeffekt führte. Normale Historiker werden jetzt sagen, dass die zweite Säule die Politiker Roms waren, also der Senat und die anderen politischen Würdenträger. Diese wurden aber aus dem Unsichtbaren heraus gesteuert von der verborgenen Geldmacht Roms, also den Geldverleihern, eigentlich so wie es heute auch immer noch ist oder wieder ist. Eigentlich steuert die Geldmacht in einem kapitalistischen System immer alles andere. Es kann aber vorkommen, dass Geldmacht und Militärmacht unterschiedliche Ansichten haben und unterschiedliche Interessen verfolgen. Es ist häufiger vorgekommen, dass das römische Militär Kriege auf eine Art führte, wie die Geldmacht es gar nicht wollte. Die Geldmacht brauchte die Kriege zwar für die Expansion Roms und damit auch für das Wachstum der Wirtschaft Roms, aber sie hat immer auch auf den Kosten-Nutzen-Aspekt geachtet. Die Feldherren haben nur militärisch gedacht. In der Regel hat die Geldmacht es geschafft, das Militär seinen Wünschen gemäß zu steuern, weil sie ja schließlich das Geld geben und damit die Politik kontrollieren. Aber manchmal war der Kriegswille und wirtschaftlich schädliche Vernichtungswille der römischen Politiker und Militärs auch unterstützt von einem kriegswütigen Volk nicht zu bremsen. Nach dem Zweiten Punischen Krieg lag Karthago am Boden. Die Karthager waren, ähnlich wie Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg, mit immensen Reparationszahlungen beladen. Wirtschaftlich sind Menschen, die in einem Kampf um ihre Befreiung hohe Reparationen und hohe Zinsen zahlen und damit den größten Teil ihrer wirtschaftlichen Erlöse abtreten müssen, erheblich profitabler als Sklaven, die man zur Arbeit zwingen muss. Das ist ja mit Deutschland heute nicht anders. Die heutigen Eliten verdienen durch niemanden mehr als durch Deutschland. Die römische Geldmacht sah das im Fall Karthagos genauso, hatte daher kein eigentliches Interesse an einer Zerstörung Karthagos und hätte in Karthago am liebsten alles dauerhaft so gelassen, wie es war, so schön einträglich. Man konnte die Übergriffe der Numider gegen die Karthager benutzen, um sich immer wieder auf die Seite der Numider zu stellen und Karthago so klein zu halten. Könnte man auch sagen, Deutschland, naja. Als die Karthager dann aber einmal gegen Numidien zurückschlugen, ohne Rom um Erlaubnis zu fragen, entstand in Rom eine solch feindselige Haltung gegenüber Karthago, dass die Geldmacht die Kriegsparteien und damit das Militär entgegen ihrer eigenen bevorzugten Lösung gewähren ließ. Und Karthago wurde ausgelöscht. Wirtschaftlich war das für Rom eher ein Rückschlag, der Rom zu weiterer schnellerer militärischer Expansion zwang, die dann auch stattfand. Die versklavten Karthager haben bei weitem nicht mehr erwirtschaftet, was die scheinbar freien Karthager für Rom noch erwirtschaftet hatten. Eine weiter kooperierende karthagische Elite wäre der Geldmacht Roms wirtschaftlich daher viel lieber gewesen, wie gesagt, weil scheinbar freie Leute weit härter arbeiten als offensichtliche Sklaven. Beim zweiten Beispiel geht es um die Zeit von Julius Caesar. Mit dem Sieg Caesars im Gallienkrieg hatten sich Territorium, Macht und Reichtum des Römischen Reiches immens nach Norden ausgedehnt. Rom hatte zu diesem Zeitpunkt keine aktiven äußeren Feinde. Mit dem Sieg im angestrebten Eroberungskrieg und ohne äußere Feinde brach nach Caesars Sieg
ein innerer Machtkampf zwischen Militärmacht und Geldmacht aus. Caesar war mächtig geworden und die eigentlichen Machthaber in Rom, also die verborgene Hochfinanz Roms, die 13 Bandenfamilien Roms, waren besorgt, Caesar könnte sich ihrer absoluten Herrschaft und ihrer Steuerung und Kontrolle widersetzen. Caesar hatte große militärische Macht und es war nicht abwegig, dass er eigene politische Ziele verfolgen konnte, die der Hochfinanz nicht genehm waren. Daher nutzte die Hochfinanz ihren Einfluss, um über den Senat einen militärischen Widerstand gegen Caesar zu organisieren. Hier gab es also einen offenen Konflikt zwischen der Geldmacht auf der einen Seite und der Militärmacht auf der anderen Seite. Und wer das Geld hat, kann sich natürlich weitere Militärmacht kaufen. Das hat die Hochfinanz Roms dann auch gemacht. Als Caesar den militärischen Konflikt dann gewann, war er eine echte und große Bedrohung für die Geldmächtigen in Rom. Die einfachste Lösung war für sie dann, ihn umbringen zu lassen, und das haben sie über ihre Lakaien im Senat dann auch organisiert. Hier hat sich die Geldmacht also einfach durch heimtückischen Mord gegen die Militärmacht durchgesetzt. Wo liegen nun die Parallelen zur heutigen Situation der Menschheit? Es sieht danach aus, dass sich seit dem Zweiten Weltkrieg allmählich ein sehr vergleichbarer Konflikt herauskristallisiert hat. Ein Konflikt zwischen der globalen Militärmacht auf der einen und der globalen Geldmacht auf der anderen Seite. Nur ist der Konflikt heute durch seinen globalen Charakter nicht durch einen oder ein paar Morde zu beenden. Daher ist der Krieg auch erst mit dem 11. September 2001 hinter den Kulissen offen ausgebrochen, als die Militärmacht sich endgültig selbstständig machte und nach der Weltherrschaft griff. Wenn man das geografisch festlegen will, dann läuft der Konflikt zwischen der Militärmacht in Washington auf der einen Seite und der Geldmacht in London und der Schweiz auf der anderen Seite ab. Dabei hat die Hochfinanz die globale Ordnung so gestaltet, dass die USA seit dem Zweiten Weltkrieg ihr Steuerungszentrum der globalen Prozesse ist, beziehungsweise bald gewesen sein wird. Die USA sind seit dem Zweiten Weltkrieg weltweit vertreten und die Finanzströme dieser Erde laufen über die USA noch. Funktionell würde man sagen, es ist ein Konflikt zwischen der US-Elite auf der einen Seite und der in Europa ansässigen globalen Hochfinanz auf der anderen Seite. Die Hochfinanz, die alle Zentralbanken zum Beispiel kontrolliert. Die US-Elite hat die volle Kontrolle über die NATO, das heißt, sie hat die Militärmacht auf dieser Erde, sie kontrolliert das Öl und allein über die Öl-Dollar-Kopplung auch schon einen guten Teil der Finanzströme. Durch ihre Kontrolle über die NATO hat die US-Elite eine größere Kontrolle über die europäischen Regierungen als die globale Hochfinanz. Die globale Hochfinanz kontrolliert, wie gesagt, die Zentralbanken und damit das Geldsystem dieser Erde. Seit dem Zweiten Weltkrieg fühlt sich die US-Elite zunehmend stark genug, der Hochfinanz die Weltherrschaft streitig zu machen. Beide Seiten wollen eine neue Weltordnung, also die totale Herrschaft über die Menschheit mit sich selbst an der Spitze. Die US-Elite nutzte den 11. September dann, wie gesagt, als Startschuss für Kriege, die sich ausweiten und nach ihrer Planung zu ihrer Weltherrschaft führen sollten. Diese Ausweitung der Kriege wurde im Wesentlichen durch die gegensteuernden Aktivitäten der Hochfinanz eingedämmt. Wir haben ja gesehen, dass das nicht eskaliert ist, wie die das wollten. Die Weltkriegsgefahr scheint mittlerweile daher ziemlich abgewendet. Die Hochfinanz
formatiert die globalen Finanzströme um und macht zunehmend China zu ihrem neuen Steuerungszentrum. In der Summe heißt es, es sieht heute ganz danach aus, dass die US-Elite vor ihrer finalen Niederlage steht. Erkennbar auch daran, dass sie so verzweifelt versuchen, Venezuela und das Öl da zu kriegen. Das würde heißen, dass der Elitenkrieg schon sehr lange tobt. Wieso zieht sich das anders als im alten Rom dann schon so lange hin? Wie es aussieht, bestand die Situation lange in einem Patt. Militärmacht kann sich die nötigen Ressourcen einfach nehmen und Geldmacht kann sämtliche Ebenen des gesellschaftlichen Funktionierens steuern, weil alle Ebenen Geld brauchen. Daher ist die Militärmacht gröber, sichtbarer und für uns leichter zu erkennen. Wenn die Opfer, in diesem Fall die ganze Menschheit, nicht aufwachen sollen, muss sie schneller zum Ziel kommen. Die US-Elite hatte also weniger Zeit als die globale Hochfinanz, die auch jetzt immer noch viel Zeit hat, ihre neue Weltordnung zu errichten, weil sie unsichtbar ist. Die Geldmacht kann über längere Zeiträume operieren. Natürlich kann Geld auch Militärmacht kaufen und schaffen. Geld hat, wie gesagt, alle Ebenen der Steuerung zur Verfügung. Geldkontrolle kann wirtschaftliche und politische Entwicklungen so lenken, dass die Staaten und Volkswirtschaften am Ende genau das tun, was sie nach dem Willen der Hochfinanz tun sollen. Sie merken nicht einmal, dass sie nur tun, was sie tun sollen. Und nicht einmal die US-Elite hat gemerkt, dass sie durch ihre Investitionen in China genau das tat, was die Hochfinanz wollte. Da die Militärmacht der USA durch ihre Kontrolle der NATO jedoch so groß ist und sie das Weltöl kontrolliert, ist es nicht so einfach, sie zu besiegen. Auch Syrien ist zwar ein Stellvertreterkrieg, aber nicht ein Krieg zwischen den USA und Russland, wie die meisten Analytiker glauben, sondern ein Stellvertreterkrieg zwischen der US-Elite und der Hochfinanz. Die US-Elite wollte die Ausbeutung des Erdgasfeldes im Persischen Golf über Saudi-Arabien und Syrien. Die Hochfinanz wollte die Ausbeutung des Gasfeldes über Iran und Syrien. Also wollten beide unbedingt die Kontrolle über Syrien und Syrien war das Schlachtfeld der beiden globalen Eliten. Saudi-Arabien als Verbündeter der US-Elite hat den IS finanziert, um entweder Syrien zu übernehmen oder zumindest das Iran-Syrien-Projekt der Hochfinanz unmöglich zu machen. Wie ist die Hochfinanz dann gegen die US-Elite vorgegangen? Und wieso verliert die US-Elite diesen Krieg? Die von der Hochfinanz angestrebte neue Weltordnung sieht vor, die bestehenden Staaten, Völker und Nationen aufzulösen und eine globale Sklavenmischrasse zu schaffen, die keine nationale Identität hat. Dieses Ziel wird sowohl von der Hochfinanz als auch von der US-Elite verfolgt. Ihre mächtigsten Waffen zur Versklavung der Menschheit sind die linken und ökologischen Ideologien, weil sie die Menschen in die Illusion locken, sie kämpften für Gleichberechtigung, für Nichtdiskriminierung, für die Umwelt und so weiter und gegen Nazis, gegen Rassisten und so weiter, während Linke und Grüne in Wirklichkeit ihre ganze Energie in ihre eigene und unser aller Versklavung stecken. Aufgrund der globalen Militärmacht der US-Elite sah sich die Hochfinanz nach dem 11. September 2001 dann aber gezwungen, sich entgegen ihrer eigentlichen Planung an die Spitze des patriotischen Widerstands gegen die Ziele der US-Elite zu setzen, um sie besiegen zu können. Was sie jetzt nur noch brauchte, war eine Person, die sie an die Spitze des patriotischen Widerstands in den USA setzen und zum US-Präsidenten machen konnte. Diese Person war dann tatsächlich Donald Trump.
Seit Trump Präsident ist, schwimmen der US-Elite zusehends die Fälle davon. Sie wollte Syrien übernehmen oder den Krieg dort eskalieren lassen. Hat nicht geklappt. Sie hat die Ukraine übernommen und wollte einen Krieg mit Russland vom Zaun brechen. Hat nicht geklappt. Vor allem seit Trump Präsident ist, kann die Hochfinanz gezielter gegen die Kriegspläne der US-Elite gegensteuern. Ohne Krieg tritt die US-Elite immer mehr auf eine Weise in die Sichtbarkeit, die den Widerstand der Menschheit gegen die US-Elite aktiviert. Der Hochfinanz gelingt es dabei, die patriotischen Bemühungen der Völker gegen die US-Elite zu instrumentalisieren, und zwar vor allem in Europa und den USA. Eigentlich hatte die US-Elite den Elitenkrieg schon mit der Wahl Donald Trumps verloren. Steht die Gelbwestenbewegung in einem Zusammenhang mit diesem Elitenkrieg oder ist die Bewegung eine echte Befreiungsbewegung? Viele Deutsche wünschen sich ja, dass wir es den Franzosen aktiv nachmachen sollten und beschimpfen ihre eigenen Landsleute als Schlafschafe und Schlimmeres. Letzten September schlug Macron die Schaffung einer EU-Armee vor. Das war offensichtlich ein Zug der Hochfinanz, um die Europäer aus der NATO herauszuholen und die NATO damit aufzulösen. Hier hat die Hochfinanz also Zugriff auf einen europäischen Staatschef gewonnen, obwohl Europa durch die NATO sonst überwiegend unter der Kontrolle der US-Elite steht. Seither würde auch Frau Merkel gerne die Seiten wechseln und für die Hochfinanz arbeiten. Auch Angela Merkel hat verstanden, dass sie auf der Verliererseite steht. Deswegen baut die US-Elite gerade eine Nachfolgerin auf. Mit einer EU-Armee unter EU-Kontrolle verlöre die US-Elite ihre militärische Vormachtstellung, ihre globale Vormachtstellung und damit ihren Krieg gegen die Hochfinanz. Als Antwort auf den Vorschlag Macrons organisierte die US-Elite also die Gelbwesten-Proteste, um Macron zu schwächen und von den EU-Armeeplänen abzubringen. Wie man sieht, sind die Gelbwesten nur als Kanonenfutter in einem Elitenkrieg instrumentalisiert. Um die Proteste zu entzünden, hat die US-Elite selbst die Ölpreise angehoben, um das Volk zur Rebellion zu bewegen. Das sind die Stellschrauben, mit denen Menschenmassen nach dem Willen der jeweiligen Eliten in Bewegung gesetzt werden. Nur emotional und möglicherweise sogar gewaltsam gegen die Eliten zu protestieren, hilft am Ende niemandem außer den Eliten selbst. Es gibt ja Leute, die die Franzosen bewundern nach dem Motto, die protestieren wenigstens und wogegen ist doch egal, Hauptsache wir zeigen den Eliten unseren Zorn, damit die wissen, dass wir nicht einverstanden sind. Und das ist eine gefährliche Sichtweise. Ein Widerstand des Volkes sollte sehr gezielt erfolgen, garantiert gewaltlos und mit definierten Zielen, eigentlich so wie Gandhi vorgegangen ist, als er Indien befreit hat. Nur emotionales Vorgehen kann immer missbraucht und gegen das Volk verdreht werden. Sollte man also davon abraten, an den Gelbwesten-Protesten teilzunehmen oder sich auch nur damit zu solidarisieren? Das englische Magazin The Economist, das man der Hochfinanz zuordnen kann, hat Tarotkarten, auf denen tot im Wasser schwimmende Gelbwesten zu sehen sind, herausgebracht. Daran kann man erkennen, dass die Gelbwesten nur Kanonenfutter in einem Elitenkrieg sind. Von Seiten der Hochfinanz besteht durchaus eine Bereitschaft, die Gelbwesten-Proteste durch Tötung niederzuschlagen, weil sie nur sieht, dass sie von der US-Elite in Gang gesetzt wurden. Die sehen da keine Menschen, sondern
Kämpfer der US-Elite. Das bringen diese Tarotkarten deutlich zum Ausdruck. Sie sehen in den Gelbwesten keine Menschen, nur Figuren der US-Elite im Kampf gegen die Hochfinanz. Mir gefällt die starke Fügsamkeit der Deutschen zwar auch nicht und ich hätte mir zum Beispiel starken Widerstand gegen das Dieselverbot gewünscht, aber die Haltung der Deutschen ist immer noch besser als das emotional blinde Vorgehen der Franzosen, das so leicht von den Eliten missbraucht werden kann. Außerdem locken die Eliten durch die Gelbwestenbewegung generell die nicht fügsamen Gemüter hervor und können sie aufgrund der leuchtenden Westen auch leicht durch Scharfschützen töten lassen. Das sind markierte Ziele. Der Staat schleust dann Gewalttäter in gelben Westen unter die Protestler und ab dem Moment, in dem Gewalttäter dabei sind, die randalieren und auf die Polizei und der Polizei schaden, kann der Staat auch die friedlichen Protestler als Aufrührer definieren und sich so selbst legitimieren, mit militärischer Gewalt gegen die Gelbwesten vorzugehen. Die Protestler, die von sich selber wissen, dass sie friedlich protestieren, glauben, dass sie durch ihre friedlichen Absichten geschützt sind. Das ist aber nicht so. Ich habe im Internet von einem Fall gehört, wo ein Sanitäter, der einem Gelbwestenprotestler helfen wollte, in den Kopf geschossen wurde. Wahrscheinlich versehentlich, aber da wurde halt auf die gelbe Weste geschossen. Es scheint also Leute zu geben, die die Anweisung haben, auf die Gelbwesten zu schießen. Die Gelbwesten sind auch aus Hunderten von Metern für Scharfschützen sichtbar. Es ist also eine sehr schlechte Idee, da mitzumarschieren. Und ich denke, wir bringen auch Menschenleben in Gefahr, wenn wir uns nur mit den Gelbwesten solidarisieren. Es ist einfach eine schlechte Idee. Die Gelbwestenbewegung wurde losgetreten, um die Bildung einer EU-Armee zu verhindern und die NATO zu zerschlagen. Es geht also nur um einen Elitenkrieg, sonst nichts. Es geht nicht um einen Kampf für Volksrechte. So wie das gesteuert wird, nicht. Sollen die Eliten sich selber prügeln? Wir sollten uns nicht für die Eliten prügeln, geschweige denn uns erschießen lassen. Ist Trump wirklich ein Mann der Hochfinanz und kein echter Patriot? Aus der Frage, woran man erkennen kann, dass Trump eine Schachfigur der Hochfinanz im Krieg gegen die US-Elite ist, machen wir noch ein eigenes Video. Da die US-Elite als der ursprünglich eigentlich militärische Arm der Hochfinanz, wie gesagt, mit gröberen Mitteln steuert und die Hochfinanz auch subtilere Steuerungsmittel hat, rückt nur die US-Elite immer mehr in die Sichtbarkeit. So kann die Hochfinanz global den Eindruck erwecken, dem globalen Deep State selbst ginge es demnächst an den Kragen. Die Hochfinanz selbst ist immer noch weitgehend unsichtbar. Selbst für die Analytiker der alternativen Medien. Viele sehen hinter allem die USA, was aber nur die Hälfte des Bildes ist, also eigentlich eine komplette Täuschung. Die noch größeren Verbrecher als die USA halten sich unsichtbar und haben ihren Krieg jetzt auch schon fast gewonnen, den Krieg gegen die US-Elite. Es ist jetzt nur noch eine Frage, wie die Hochfinanz der US-Elite den Todesstoß setzt. Sie wird das Ganze so inszenieren wollen, dass sie und ihr Machtapparat dabei möglichst unsichtbar bleiben. Ich denke und hoffe, dass ihr das nicht gelingen wird. Die Menschen in den USA wollen die Bestrafung der Schuldigen und die volle Wahrheit. Ich hoffe sehr, dass sie dabei nicht locker lassen. Dabei wird dann auch der Apparat der Hochfinanz in die Sichtbarkeit rücken. Es wird eine große Chance für die Menschheit sein, dass wir uns auch global vom Machtapparat der Hochfinanz befreien. Wenn genug Leute verstehen, dass die US-Elite nicht der globale Deep State ist, sondern die US-Elite vom globalen Deep State gerade fertig gemacht wird,
dann wird auch der Machtapparat der Hochfinanz in die Sichtbarkeit rücken und zerschlagen werden können, also aufgelöst werden können. Es kommt darauf an, dass wir das ganze Bild sehen. Wenn wir das ganze Bild sehen, sehen wir auch zunehmend die Zusammenhänge. Und wenn genug Leute das ganze Bild sehen, kann die Hochfinanz ihren Sieg über die US-Elite nicht so nutzen, wie sie es gerne würde. Dann besteht die Chance, dass auch der globale Machtapparat der Hochfinanz aufgelöst werden kann und dass sie den gehen lassen müssen, um unsichtbar zu bleiben. Denkt immer daran, wenn wir in der Welt Frieden wollen, muss in uns Frieden sein. Wenn euch diese Analyse gefällt, gebt mir ein Like, abonniert meinen Kanal und teilt das Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.